So. Mahlzeit, willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt hier im Gefängnis. Toll. So, Nein, Mann. Hatschuk. Womit spielst du denn da rum? Na, das geht dich gar nichts an. Mist. Ja, guten Tag, Snake-Apparat. Was darf ich für Sie tun? Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt. Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl. Aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Ja. Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear. Geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? Soviel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar unkritische Atomtests erregen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja, morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das START-3-Abkommen. Ach so, daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder START 2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Platz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie! Deshalb sollte ich. Sie sind der Einzige, der das kann. Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, weshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss? Sehen Sie, gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenikexperimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genomarmee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel. Tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Kein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten? Kaum, nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten sie beide Codes und sind zum Abschuss bereit. Verdammt, kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstech heimlich installierte Gegenmaßnahme. Die muss mit 3 Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss es nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Brechen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu viel. Meryl, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Jallo, jallo. Jawohl, meine ich. So, pass mal auf, ich nerv den mal. Halten Sie die Klappe! Nö. Was machst du denn? Halten Sie die Klappe! Was machst du denn? Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe! Fick dich, Johnny. Gesundheit. Ich ruf mal den Diebfrot an, aber es geht ja nie. Nee.
Master! Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur 4 Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber Sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass Sie ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Mal gucken, was er nochmal sagt. Sagen Sie nichts, was Ihren Folterer ärgern könnte. Wenn er wütend wird, wird es für Sie nur schlimmer. Sie müssen Ihre Kraft bewahren. Wenn Sie etwas zu essen bekommen, seien Sie nicht wählerisch, sondern essen Sie. Sie brauchen Kraft, damit Sie fliehen können, wenn sich die Gelegenheit bietet. Snake, Sie bekommen die Chance zur Flucht. Nutzen Sie sie. Snake, Sie bitte. Okay. So, mal gucken. Otacon, ne? Müssen wir mal anrufen, der hat bestimmt noch was zu sagen. 41, 12. Otacon, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Joa, jetzt müssen wir nur warten, bis er kommt, ne? Halt's Maul. Was machst du denn? Der ist krank, erkältet. Was machst du denn? Was machst du denn? Halten Sie die Klappe! Oh oh. Showtime, Snake. Ocelot ruft dich. Nee, nee, jetzt muss ich nochmal drücken. Scheiße, hinsitzen. Verdammt. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, ja, wenn du nicht rauskommst, dann geht das die ganze überleben. Zeit so. Falls Sie aufgeben möchten. Ja, ich will nicht aufgeben. Fick dich ins Knie, Bro. Wir glauben an dich. Ja, ich schaffe das. Nicht gut. Wie fanden Sie das? Noch einmal? Nee. Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht sogar 5, ich weiß es nicht. Scheiße, oh fuck. Zum Glück war früher die Bildschirme nicht so groß. Deswegen geht der Balken auch nicht so lang. Oh, okay. Ja, Leben. Oh, geil. Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Noch einen kleinen Nachschlag. Fuck you. Auffrischen. Ja, das ist gut. Weit? Na gut. Gratuliere, Sie leben noch. Fick dich, ey. Alter, komm her, du Wichser, ey. Ich bin kaputt, ey. Sind Sie okay, Snake? Ja, es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Mein Arm tut weh. Ja. Armer Snake, ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay, aber lassen Sie das Benzedrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm.
Was? Okay. Keine Angst. Es fühlt sich gut an. Mhm. Okay, los geht's. Oh. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Das ist Zeit für eine Zigarette. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Das ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tot. Durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten Sie auch nicht. Das geschah vor 6 Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Das hat er gesagt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja, das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid. Snake, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jaeger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Grey Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja, das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig, aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihren Genen, nicht? Hören Sie, Naomi, was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte, anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher. Aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von 4 Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin, keine Wahrsagerin. Ha. Oh, mein Magen.
Ach ja. Ach so, ich bin wieder da. So, ja, das war eine sehr schöne Geschichte. Und hier kommt Otacon. Alter. Was? Perfektes Timing. Ja. Hey, ich bin hier! Wo? Mahlzeit. So, wie lange spielen wir schon? Ja. 15 Minuten, ja, okay. Ich bin's! Otacon! Wow, die haben sogar sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus! Loslassen! Das tut weh! Schnell! Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen! Mann, das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank. Schau ihn dir an. Hä? Gittike, das ist der Darpa-Chef. Wenn du dich nicht beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, sie hätten Hunger. Wenn sie Essen brauchen, kann ich ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für sie. Stufe 6. Das lässt sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Die Markhunde. Sie ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot. Sie hat auf Merle geschossen. Na, ich habe mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen Sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier rausholen. Nee, ich versuche mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Ich kann das nicht. Du musst. Der bringt mich um. Oh nein. Er kommt zurück. Bis bald. Warte. Okay, Leute. Hier einen kurzen Cut und wir sind gleich aus dem Gefängnis raus.